Hallo Leute! Willkommen zurück zu Let's Play, der Legend of Zelda Twilight Princess HD! Im letzten Part haben wir hier weiter in Schloss Hyrule gemacht, haben es auch betreten und ja, jetzt wollen wir hier noch ein bisschen weitermachen. Ich möchte zuerst allerdings hier raus, denn dort gibt es eine gewisse Kiste, die ich gerne haben möchte. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon... Ich glaube... Oh, das... Oh, es ist der Boss-Key. Ich glaube, das ist das erste Mal in einem The Legend of Zelda, dass man nicht alleine die letzte Festung stürmt oder insgesamt eine Festung stürmt, oder? Gut, die tun nichts, aber... ja. Man hat halt Verstärkung. Und ich rede jetzt nicht von Wind Waker oder sowas, das zählt jetzt gerade nicht. Großer Schlüssel! Ja, den bekommt man hier einfach so. Man bekommt im letzten Dungeon einfach so den großen Schlüssel. Ohne irgendwas dafür zu tun. So. Jetzt gibt es dort hinten noch was. Das wollen wir auch noch kurz mitnehmen. Ja, und eine normale Kiste, die wird natürlich streng bewacht. Irgendwie hätte es mehr Sinn gemacht, wenn man den bei der Kiste mit dem Boss-Key gemacht hätte. So. Ja. Ey. Komm her. Okay. Dass der Gegner das halt mittlerweile immer noch nicht gecheckt hat, dass er eigentlich nur stirbt, weil er die ganze Zeit sein Schild vor sich hinhebt. Ja. Schön. Und was haben wir hier Schönes? Ja, wunderbar. Einen weiteren Schlüssel. Sehr schön. Ein Schlüsselchen. Schade, ich kann hier nicht hochklettern, sonst wäre ich da jetzt runtergesprungen. Weil ich ja noch den einen Schlüssel holen muss. Ah, schade, ich kann hier nicht raus. Schade, ich kann hier nicht durch. Das wäre jetzt sehr cool gewesen. Da gehe ich noch nicht rein, weil da geht es dann weiter im Dungeon. Hier kann ich auch nicht runterspringen. Nö. Gut, dann muss ich halt den Weg wieder zurückgehen. Weil halt noch eine Kiste übrig ist. Und die hole ich jetzt, solange ich noch eben... Ja. Relativ weit unten bin und noch nicht so weit im Schloss drin bin. Halt, ich kann ja abkürzen, fällt mir gerade ein. Ich kann ja abkürzen. Und zwar... Hier. Einmal müsste ich zu einer Kiste kommen. Und dann müsste ich auch wieder in der Haupthalle sein. Schlüssel? Nein, Rubine. Rubine. Oh, was haben wir hier? Haben wir hier einen schönen Schlüssel?
Ja, wie mache ich denn das? Okay. Dann muss ich wohl runter und dann einfach hier festkrallen, oder? Habe ich dies jetzt so richtig kombiniert, Spiel? Ja, habe ich. Und was haben wir hier? 200 Rubine. Guti. Brauchen wir zwar alle gar nicht mehr, aber dann kann ich wenigstens mal kurz die Magierüstung anziehen. Aua. So, dann gehen wir mal hier rüber, denn hier soll es noch eine Kiste geben, die ich übersehen habe. Und das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Übersehene Kisten sind nicht schön. Dies ist nicht gut. Und zwar hier hinten. Ah, da oben. Ich sehe sie. Wie komme ich denn da hin? Ich weiß nicht, kann ich da oben mal entlang laufen? Ja, kann ich, glaube ich. Jetzt warte mal. So. Genau, und dann kann ich ja hier jetzt auf die Wand. Genau, hier konnte ich auf die Mauer. Ah! Ja, da haben wir sie ja schon, die Kiste. Hätte ich vorher schon holen können, aber habe ich übersehen. Na, 20 Rubine. Aber wir wollten die Kiste einfach noch unbedingt haben. Ich will ja alle Kisten haben, ne? Ändert aber trotzdem nichts an der Tatsache, wie komme ich an diese eine Scheißkiste vor dem Schloss ran. Also vor der Stadt, besser gesagt. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich an diese Kiste rankomme. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da wahrscheinlich wieder ein Stempel drin ist. Irgendwie ist überall ein Stempel drin. Aber ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie ich an die Kiste kommen soll. Ohne Witz. Wie ich an diese Kiste kommen soll, ist mir ein Rätsel. So, jetzt gehen wir erstmal hier wieder hoch. Oh, gehen wir gleich darüber. Na. Ich mag auch die Musik. Die Musik hier. Übertrieben gut. So, dann müssen wir jetzt dieses super tolle Rätsel wieder machen. Rätsel in Anführungszeichen. Einmal. So. Und dann dich ausmachen. Wunderbar. So, und jetzt gehen wir hier lang. Denn hier sind wir vorher nicht lang gegangen und jetzt wollen wir eben auch diesen Weg erkunden. Aber ich brauche dafür wieder meine Pfeile. Die will ich wieder haben. Ich glaube, es ist sogar mein Lieblingsitem, der Pfeil und Bogen. Ich glaube, es ist sogar mein Lieblingsitem. Ich mag das Item sehr sogar. Okay. Alter! Nicht cool. So, jetzt machen wir erstmal ein bisschen Licht. Okay, wow. Ach, in einer bestimmten Reihenfolge. Hm.
So. Oder auch nicht. Machen wir da mal auf. Alles klar. Dich. 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 Und dich. Hä? Ich brauche Öl. Ja, wie schnell soll ich denn noch sein? Alter, wie schnell soll ich denn sein? Ich brauche Öl. Ich brauche Öl. Dann holen wir uns hier ein bisschen Öl. So. Es war hier drüben. Nein, es war hier drüben. Ja, da ist es. Sehr schön. Ich brauche... Machen wir es einfach mal so. Den legen wir jetzt einfach mal auf R. Bisschen Öl wollen wir auch sparen. Du geh mal an. So. Ding und... Jawohl. Und da. Jawohl. So, also auf ein neues. Dann fange ich einfach mal hier an. Und das scheint jetzt richtig zu sein, weil jetzt gehen die Lampen nicht aus. Habe ich es einfach nur in der falschen Reihenfolge gemacht und die Fledermäuse gehen wieder weg. Und jetzt kommen sie wieder. Können sich auch nicht entscheiden, ob sie mich jetzt mögen oder nicht. Ich wollte mal sagen, das ist ein ganz anderes Kaliber, die zwei. Als die zwei anderen Ritter. Das ist ein ganz anderes Kaliber. Vielleicht sollte ich euch einfach mal blank ziehen. Oder auch nicht. Und jetzt aber. Oder auch nicht. Mann, komm schon. Ja. Und zack. Schön. Na, dann machen wir es halt anders. Hey, du sollst Schildattacke. Sehr schön. Die Schildattacke ist hier in dem Spiel ein bisschen behindert. Und nicht so, wie sie in Twilight Princess für den GameCube war. Warum? Ganz einfach, weil man die Schildattacke hier mit R macht. Also mit ZR, besser gesagt. Problematik dabei ist, das hier ist Schildattacke. So. Problematik dabei ist, dass ZR hier in dem Spiel auch als A zählt. Das bedeutet, deswegen macht er ab und zu eben eine Sprungattacke statt eine Schildattacke. Was absolut behindert ist. So, gibt's hier noch irgendwie eine Kiste für mich? Ach, hier bin ich jetzt. Ja. Schöne Abkürzung geschaffen. Kisten gibt's hier keine mehr. Nein. Dann können wir weitergehen. Schön. Einmal noch kurz raus ins Nasse.
Und jetzt kann es hier gleich weitergehen und schnell wieder rein. Gleich mal einen Schlüssel benutzen, wunderbar. Einen haben wir ja noch, ne? So. Oh. Ich merke schon. So, wir müssen dem Fuzzi hier folgen. Zack, er zeigt hier lang, also gehen wir hier lang. Er zeigt hier lang, also gehen wir hier lang. Der zeigt da lang, also gehen wir da lang. Ich glaube, ich weiß, man sieht auf was es rausläuft. Gehen wir nicht dort entlang, wo er sagt. Dann passiert das. Nur zum Zeigen halt. So, ihr wisst Bescheid. Einfach immer da lang gehen, wo er hinzeigt oder hinschaut. Da wollte ich es zu schnell machen. Ja, dann machen wir es halt jetzt halt richtig und nicht schnell. So. Wunderbar. Ja, so geht es doch auch ganz, ganz fix. Zack. Zack. So, hier würde ich aber lieber gerne wieder einen... Warum bin ich jetzt runtergefallen? Ja, wenigstens bin ich dann wieder hier, aber warum bin ich jetzt runtergefallen? Keine Ahnung. Ach komm's, ich wollte gerade eine riesen Sprungattacke machen und euch damit volle Kanne vernichten. Aber ihr wollt ja anscheinend nicht vernichtet werden. Es soll wirklich Leute geben, die wollen nicht vernichtet werden. Komisch. Komische Kerle gibt's. Gut, hier ist sonst nichts mehr. Kisten gibt's hier auch keine. Wo ist hier ein Endhakenpunkt? Es sei denn, ich habe schon eine Idee. Wenn ich es finde, da ist er. Kann ich mich an den Fackeln festhalten? Ja, kann ich. Ah! Das ist irgendwie so eine Universalfalle für mich. Bau einen Abgrund und sag, er soll darüber gehen. Am besten machst du noch einen Pfeil hin, wie er gehen muss, weil er fällt so oder so runter. Jawoll! Ja. Für sowas ist die Riesensprungattacke richtig geil. Oh, gleich mal hier ein paar Sachen mitnehmen. Dann brauchen wir dich. Ach, falscher Knopf. Der falsche Knopf. So. Wunderbar. Was ist denn das da hinten für ein Fuzzi? Ist auch so ein Rüstungsritter? Ich sehe es. Ja, ist auch so ein Rüstungsritter. Und er ist der letzte Gegner vor Gellendorf. Noch um den wollen wir uns mal kurz kümmern. Zack, Mann! Du bist aber eine schlechte Leibgarde. Ja! Und jetzt krepier! Jawohl, wunderbar. Schön. Und jetzt kriegst du hier ein paar auf die Fresse. Und nochmal. Oder auch nicht. Komm her. Yes! Und tschüss. Es geht doch.
Somit sind alle Gegner vernichtet. Und es gibt nur noch wenige Kisten. Und wenn wir jetzt auf die Karte schauen, diese wenigen Kisten sind alle in diesem Raum. Und genau dafür brauche ich den Schlüssel. Wie gesagt, wir brauchen den einen Schlüssel nicht, um zu Ganondorf zu kommen, sondern nur für diesen super mega geilen stylischen Raum. Ich habe überhaupt nichts davon. Aber ich wollte trotzdem rein, weil es die Waffenkammer ist. Schaut euch das mal an. 5 Rubine. 10 Rubine. 20 Rubine. Bombe! Nave hat jetzt mit 50 Rubinen gerechnet. Aua. Pfeile! Ja, wir werden hier mal kurz versorgt. Hier wird alles wieder aufgefüllt. Ganz egal, was es ist, es wird einfach aufgefüllt. Haben wir noch eine Fee? Aber brauche ich nicht. So, und dann haben wir hier noch ein paar große Kisten. 50 Rubine. Jetzt geht's mit den großen Kisten weiter, meine Freunde. Bombenkäfer. Die wir nie benutzt haben, glaube ich. 200 Rubine. Ein Stempel, Zelda Fröhlich. Und 100 Rubine. Ja, ich würde mal sagen, es hat sich definitiv gelohnt, diesen einen kleinen dummen Schlüssel zu holen. Also für diese Waffenkammer hier hat es sich definitiv gelohnt. So, kurz nochmal checken. Nein, das... Was ist das hier? Ach, das ist das Glitzer-Gelee, genau. Dann passt das. So, dann will ich dich mitnehmen. Ach, gib einen Fick. Ach, ich nehme auch hier Bomben. Einfach, weil ich es kann. So. Okay. Und im nächsten Part, meine Freunde, beschreiten wir diese Tür und machen uns auf den Weg zu Ganondorf. Also gut, Leute. Das war dann mein Let's Play, The Legend of Zelda Twilight Princess HD für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.